Ja, hallo zusammen. Nachdem ich jetzt dreimal versucht habe, einen Herbstwald mit Sonnenstrahlen zu malen und da so ein Mist wie der hier rausgekommen ist, sieht in Wirklichkeit viel schrecklicher aus, als was ich jetzt gerade gesehen habe, mache ich lieber wieder das, was ich am besten kann, nämlich Landschaftsmalerei. Ich habe ganz lange nicht gemalt und daher bin ich etwas aus der Übung. Zum Glück hat mir jemand von euch total netterweise die Ruth, ich weiß gar nicht, wie die sonst heißt, aber die Ruth, die hat mir ihre ganzen Fotos zur Verfügung gestellt als Vorlage. Von der ist dieses tolle Foto aus Schottland. Ich weiß überhaupt nicht, wo das ist, aber ich finde es total klasse. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie ich das malen soll. Ich habe mir jetzt einfach meine übliche Palette mal hier abgelegt: Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Krapprot, Kylinblau habe ich diesmal statt Ultramarin genommen, weil hier relativ viel so Grau-Grüntöne sind. Und da ist halt das Kylinblau meiner Ansicht nach ein bisschen besser dafür geeignet und hier Preußisch Blau. Ich glaube, auf das Schwarz verzichte ich, weil so einen richtig dunklen schwarzen Ton kann ich hier eigentlich nicht sehen. Da reicht mir dann die dunkle Farbe, die ich mit Krapprot und Preußisch Blau mischen werde. Das ist keine 10-Minuten-Malerei, ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Diese Malpappe wurde bereits benutzt, nämlich für einen Herbstwald, der dann wieder misslungen ist. Also dreimal habe ich gesagt, glaube ich, viermal sogar. Ich habe es nämlich letztes Jahr auch schon mal probiert. Okay, an Pinseln, was nehmen wir denn heute? Was haben wir im Angebot? Wir haben im Angebot verschiedene Pinsel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich brauche, aber mit ziemlicher Sicherheit ein Spitzpinsel, weil das Format halt sehr klein ist. Liegt halt am Video, damit das ist die Vorlage und das, was ich male, damit ihr das sehen könnt. Und das ist mein Aufnahmegerät. Das lege ich jetzt mal weg. Knatter, knister. Und dann haben wir also einen Spitzpinsel, das Katzenzunge Nummer 8, Linierpinsel Nummer 1 und einen Flachpinsel Synthetix Nummer 12. So, bei dem Bild ist ganz klar im Vordergrund hier dieses Gebäude. Das habe ich jetzt mal frei vorgezeichnet, wie ich sehe, ziemlich nicht so toll. Ich habe hier mich ein bisschen in der Perspektive vertan. Wie ihr seht, ist es hier breiter geworden als hier. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ziehe ich das hier noch ein bisschen runter so. So, ist auch egal. Das soll ja nur ungefähr stimmen. So, vielleicht ist es so besser. Ist ja wurscht. Das Blöde ist halt nur, dass es mir ein bisschen sehr in die Mitte gerutscht ist. Ich wollte es eigentlich eher wie hier ein bisschen mehr rechts haben, aber die Bildübertragung habe ich halt nicht getestet und jetzt habe ich halt diesen Fehler. Aber ist ja egal. Ihr könnt es ja dann verschieben, wie ihr wollt. Ich werde das Fotos, glaube ich, einfach so als Vorlage mal hochladen. Ich hoffe, dass die Router nichts dagegen hat. So, wir fangen wie immer mit dem Himmel an. Der Himmel in Schottland ist herrlich blau, ein ganz klein wenig grau. Und dann gebe ich nämlich hier ein ganz klein wenig von dem Cadmiumrot dazu. So, und dann kriege ich so einen ganz, ganz sanften Grauton dadurch. So. Malpappe ist jetzt leider ein bisschen versaut schon von meinen kläglichen Herbstwald-Experimenten. Ja, vielleicht mache ich es doch noch irgendwann mal so. Und ich mache nur eine mach das nur ganz grob. Wenn ich das jetzt wirklich super schön wie meine tollen Bilder malen würde, dann würde es halt ein paar Stunden dauern. Aber so lange möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Kommt das mit dem Licht? Ja, das kommt okay. Weil bei mir sieht es jetzt so aus, als wenn man die Farben gar nicht erkennen würde. Aber man tut es doch. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Papier. Wie gesagt, ich bin etwas aus der Übung und deswegen auch nicht so top vorbereitet. So, zack. Jetzt haben wir alles. Ja, wir arbeiten uns wie immer bei der Landschaft von hinten nach vorne. Hier hinten haben wir so einen Farbton. Der ist so grau-violett, würde ich ja mal sagen. Grau, da bleiben wir einfach hier bei dem. Mische ich mir hier wieder so schönen Grauton an und hell den deutlichst auf. Muss ein bisschen dunkler als der Himmel sein, aber nicht sehr viel. Ist weit weg, ne? Und je weiter weg die Gegenstände sind, desto mehr Blauanteil haben sie und desto durchscheinender sind sie. Also hier kann ich ruhig noch mehr Weiß nehmen. So. Dann haben wir hier so, würde ich mal sagen, dann nehme ich jetzt das Preußisch Blau, mische das hier noch ein bisschen rein, damit es ein bisschen dunkler wird. Hier sind so Abbrüche. Hier ist noch so einer.
Hier ist auch ein bisschen dunkler. Nehme ich einfach das reine Preußischblau. Ihr seht, dass man so eigentlich relativ schnell Berge hinkriegt. Also ich glaube, ich habe dazu schon ein Video gemacht. Wenn nicht, mache ich es irgendwann mal noch. Ich glaube, ich brauche da sogar einen ganz kleinen Hauch Gelb. Ein bisschen Rot noch. Seht ihr, dass ich es alles mit dem Pinsel jetzt hier mache? Ja, der Kontrast zum Himmel ist ein bisschen schwach, aber ich werde den Himmel noch heller machen, habe ich gerade beschlossen. Ich finde den, wie ihr seht, ja, ich bin ja schon sehr hell, ich bin heller als in der Vorlage. So, dann haben wir hier wieder, ich mische das Preußischblau mit dem Grau, damit dämpfe ich das so ein bisschen ab. Dann haben wir hier auch nochmal so Kanten, hier unten ist es auch noch ein bisschen dunkler. Das mache ich jetzt einfach so frei Schnauze, frei nach Gefühl. So. Hier ist noch ein bisschen dunkler. Was ich jetzt für einen Pinsel hernehme, ist in dem Stadium eigentlich relativ wurscht. Ja, ich glaube, da wird ein bisschen viel genommen von dem Rot. Weil, wie gesagt, in der Ferne ist es ja eher bläulich. Und dann mische ich mir da einfach noch ein bisschen was von dem Preußischblau rein. Wird schon passen. Ein bisschen heller noch. Also für mich ist diese ganze Landschaftsmalerei immer so ein Stück Malen nach Zahlen. Also ich sehe halt hier diese Flächen, also ich sehe dann hier so was Rundes, dann mache ich hier was Rundes. Ne? Dann sehe ich hier so einen Abriss, so einen Strich. Dann nehme ich mir halt das Preußischblau, ein bisschen, ups, sehr krass. Mache eine dunkle Farbe und mache dann hier so, ups, so einen Abriss. Ne? Zack, überlege ich halt nicht lang, so. Dann ist hier so ein Strich, das ist praktisch wie so ein Pinselstrich, den brauche ich nur ansetzen und runter machen. Ne? Das geht dann hier so rüber, zack, hier so oben drüber. So, dann haben wir hier noch so ein paar dunkle Stellen, die deute ich jetzt nur so ein bisschen an. Genau, und hier hinten haben wir noch einen deutlich bläulicheren Berg im Hintergrund. Und halt der Trick, damit der weiter hinten ist, damit er nicht so nach vorne, kann ich die Kante zum Himmel hin mit dem Finger einfach verreiben. Könnt ihr auch mit dem Pinsel machen. Ich bin jetzt noch ein bisschen faul. Und damit wirkt es halt ein bisschen weiter weg. So, jetzt ist es so, dass das nach hier hinten immer heller wird. Das muss ich noch ein bisschen reinarbeiten hier. Das noch heller werden lassen. Seht, dass ich mir diesmal ein bisschen mehr Mühe gebe als sonst bei meinen Bildern. Ich für euch mal. Ich bin, wie gesagt, aus der Übung, muss jetzt wirklich sehr aufpassen und ich möchte jetzt sehr aufpassen, dass es auch einigermaßen nett wird. So, hier ist es nochmal heller. Hier ist es auch heller. Ups, das war sehr viel hell, aber kann man mit dem Finger ja alles justieren. Hier kann ich ruhig mehr Helligkeit reinbringen. Hier auch, da ist halt diese Sub, das geht so sub, so hoch, ne? Dann mache ich so sub, geht es hier so hoch. Also das ist, das habe ich ja in meinen neuesten Videos zur Porträtmalerei auch schon gesagt, wenn euch das Ganze, wenn da zu viele Details sind, dann zerlegt das Bild einfach in so einzelne Flächen, wie ich das mache. Hier ist eine Fläche, ne? Und dann arbeite ich die halt ab. Gut, hier vorne haben wir so ein Grün-Grau. Das heißt, jetzt werde ich ein bisschen mehr Gelb dazugeben. Mal gucken, was passiert. Ja, mit dem Kylimblau muss ich aufpassen, weil es gibt dann so einen Türkis-Ton. Und das kann jetzt aber einfach abdämpfen. Komplementärfarbe zu Grün ist ja Rot. Ne? Gebe ich ein bisschen was von dem Rot hier dabei. Und jetzt ist es natürlich brutal dunkel. Deswegen helle ich das jetzt mit dem Weiß auf. Jetzt muss man mal aufpassen. Hier mische ich auf einem weißen Untergrund. Hier, das ist anders. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau den Farbton getroffen habe, also den Tonwert, den Grauwert. Sieht ziemlich gut aus. Ein ganz klein wenig Weiß dabei. Habe ich doch nicht verlernt. Halleluja. So. Na, kann nur heller werden. Dann hier kann man schon einzelne Bäume erkennen.
Und deswegen führe ich den Pinsel so ein bisschen so in Aufwärtsstrichen. Den Pinselstrich sieht man ja später, den erahnt man, aber der gibt dem Betrachter halt so die Illusion, da ist irgendwas, was so hoch geht. Ne? Ein bisschen mehr Gelb noch, ein bisschen mehr Weiß. Und ich möchte da gar nicht so ins Detail gehen. So, hier vorne, da kommt man ja immer näher, da kann man immer mehr von den Bäumen erkennen. Dann wird es auch dunkler an einigen Stellen. Kann ich ruhig dunkler werden, aber immer nur ein bisschen mehr ins Grau, also nicht so richtig. Seht ihr das? Vielleicht seht ihr das ja, dass hier sich das Dunkle, was ich jetzt mache, gegen das etwas hellere dahinter abhebt. Es kann ruhig noch ein bisschen heller werden, weil ich kann ruhig heller werden als hier in der Vorlage. Seht, das ist auch heller, das macht gar nichts, weil die Farben ja eh nachdunkeln beim Trocknen. Also Acrylfarben werden dunkler. So, hier wollte ich es ein bisschen schmäler machen, das Häusle hier. Ich lasse jetzt auch ein paar von den Details einfach weg, weil sonst sitzen wir hier noch, bis die Sonne untergeht und das ist schon bald. Jetzt bringen wir noch ein bisschen mehr Farbe rein. Jetzt bringe ich es mehr so ins Rötliche und das nutze ich jetzt hierfür her. Kann ich aber ruhig mal heller machen. Hier, so. Und ein bisschen mehr Gelb, damit es halt mehr Grün ist. Seht, ich arbeite eigentlich immer da in diesem einen Bereich da. Und das muss noch ein bisschen heller werden. Und warum? Deswegen, weil hier sich das nicht abhebt gegen den Wald davor. Deswegen muss das hier ein bisschen heller werden. So. Ja, sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. So. Jetzt kämen als nächstes kommen die ganz dunklen Stellen dran. Und wenn man nicht dunkle Farbe haben will und kein Schwarz hat, dann nimmt man halt Preußisch Blau, Krapprot ungefähr die gleiche Menge und gibt ein bisschen Gelb dazu. Dann hat man nämlich alle drei Grundfarben gemischt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal Wasserfarben gemalt habt und dann das Wasser danach euch anschaut, dann ist es entweder dunkelbraun oder dunkelgrau. Es hat eine dunkle Farbe. So, und die haben wir hier jetzt. Da ist hier so ein. Ihr seht da wieder, wie ich arbeite. Ne? Ich nehme einfach hier das und nehme diese Farbe hier auf. Und hier übertreibe ich jetzt ein bisschen. Das darf ich ja als Künstler. Ich mache es dunkler als in der Vorlage. So, und hier ist so ein schräger Schatten, der da so runter geht. So, und hier ist es grau, ein ganz klein wenig heller, deswegen mische ich so ein ganz klein wenig Weiß dazu. Unten noch ein bisschen was von dem Cadmiumrot, weil das scheint ein etwas wärmerer Farbton zu sein. Und das Cadmium Rot ist eine sehr warme Farbe. So. Hier haben wir diesen Turm hier. Ja, dann geht es hier so schräg runter. Jetzt habe ich mir zu wenig Farbe gemischt. Ach Gott, echt. Die dauernde Erreichbarkeit hat auch nicht unbedingt Vorteile. Ups, das habe ich mal gemerkt, zu viel Gelb genommen und dadurch wird das Ganze jetzt grün. Jetzt ist es orange, weil ich jetzt zu viel Rot genommen habe und jetzt habe ich es mit dem Blau wieder so einigermaßen neutral hingekriegt. Ja, da gebe ich jetzt noch ein bisschen was von meinem Cadmiumrot dazu, dass es halt ein bisschen wärmer wirkt. So. Okay.
ziemliche Sauerei, die ich hier auf dem Pinsel habe. Ich drehe das Bild jetzt, weil ich dann hier diese Linie hier halt leichter malen kann. So. Da werde ich dann später nochmal nachjustieren, weil das ist nicht hell genug. Das muss ganz klein wenig heller noch. Ups. Also ich treffe auch nicht direkt beim ersten Mal immer genau die richtige Farbe. So. Dann haben wir hier noch einen Schatten von so einem Ding hier. So, dann haben wir hier noch einen von dem Kamin. Dazwischen haben wir noch einen. Hier oben haben wir noch einen von diesen zwei Kaminen da. Dann haben wir hier in dem die schräge Dach. Das ist, habe ich ein bisschen zu, groß gemalt. Und dann geht hier nochmal so ein Schatten runter. Dann haben wir hier noch so eine Überdachung. So, und damit haben wir eigentlich schon die Schatten soweit fertig. Außer hier unten, dann nehme ich jetzt direkt das Cadmiumrot. Cadmiumrot enthält ein bisschen Gelb und dadurch wird der Farbton nicht violett, sondern eher grau. Das nehme ich jetzt hier unten her. Für diese, was immer das sein mag, wo man die Schiffe hochzieht und hier sind so komische Felsen, die mache ich jetzt nicht perfekt, wie sie im Bild sind, sondern mehr so. Es ist immer eine dunkle Stelle und daneben, also die Sonne kommt von da, das heißt, sup, da habe ich einen Schatten, Quatsch, da habe ich das Licht und da ist der Schatten von dem Fels. Ja, und so, das wechselt halt immer so eine dunkle mit einer hellen Stelle ab. Hier vorne ist es insgesamt etwas heller, mische ich einfach ein bisschen und es ist mehr rot. So, mische ich mir so einen helleren Farbton an. Okay, dieser Farbton ist sehr ähnlich, da ist nur ein bisschen mehr Gelb noch drin. Das ist mehr so ein Orange-Ton mit ein bisschen Blau drin hier. Ne? So, und der muss jetzt richtig hell werden. Ja, kann ruhig noch mehr Rot rein. Ich verursache hier eine wüste Sauerei. Gelb noch. Ja, seht da, perfekt getroffen. Und das wäre jetzt die Farbe von dem Schloss, was das ist. Da habe ich noch eine dunkle Stelle hier übersehen, sehe ich gerade. Ach, ich bin ja mit dem Wald noch gar nicht fertig. Naja, nicht so schlimm. Okay, jetzt brauche ich glaube ich den kleinen Pinsel. So, da haben wir hier. Ja, das ist zu hell. Da ist so eine ganz helle Stelle. Mache ich jetzt hier einfach einen hellen weißen Strich. Dann haben wir hier, das ist total süß, da ist irgendwie so eine Reflexion, irgendein Vorsprung, den ich gar nicht richtig erkennen kann, den hole ich mir da einfach so raus. Da hinten, das ist eine ganz wichtige Stelle, da wo die Sonne drauf fällt. Dann habe ich hier noch einen kleinen Turm, der ist auch total wichtig, weil der so mehr Tiefe nur in das ganze Bild reinbringt.
So, und spreche ich das doch nochmal. Das Dach mache ich jetzt insgesamt rötlicher, als es im Original ist, weil ich glaube, dass durch den Drucker die Farbe da so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube einfach, das ist ein Ziegeldach, dass es insgesamt eher so rötlich ist. Und das hole ich mir jetzt halt hier so. Und dann kann ich diese rötliche Farbe an einigen anderen Stellen halt auch noch so ein bisschen spielerisch reinbringen. So. Okay. Ja, das Bild hat relativ viele Details und ihr merkt auch, dass ich da jetzt nicht unbedingt sehr systematisch vorgehe. Das mache ich aber leider immer. Dass ich dann immer wieder springe, hin und her springe. Ist ein bisschen verwirrend für die, die da zuschauen, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm. So, dann haben wir hier. Sehr wichtig, dann haben wir hier noch so ein bisschen Details. Okay, dann haben wir hier noch diverse Fensterchen hier. Mach die Schatten mal ein bisschen dunkler hier. Und hier oben ist auch noch so ein Schatten von dem Abschluss da oben. Viele, viele Andeutungen. Man muss nicht alles richtig, richtig hundertprozentig, also ich mache zumindest nicht alles hundertprozentig richtig malen. So genau, und dann kann ich jetzt nämlich hier auch diese dunkle Stelle hier ergänzen. Hier ist auch noch so ein Abschluss, so ein dunkler. Hier haben wir nur so ein kleines Fenster und dann haben wir hier nur so Schießscharten. Die deute ich jetzt einfach nur so an. Genau, so. Hier ist ein ganz klein wenig heller, weil hier ist, kann man nur sehen, hier ist nur ein Schatten. Der geht hier so rüber, weil das ganze Ding so ein bisschen halbrund ist. Hier ist es, wölbt sich so. Hier ist auch so ein Schatten. Und hier sind auch noch Schatten. So, hier ist nur einer. Hier ist noch ein Fenster. So. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Haus. Es stresst mich jetzt und deswegen mache ich jetzt was anderes. So.